Willkommen meine Freunde zu einer neuen Transformers Review. Heute gehen wir ein bisschen zurück wieder ins Jahr 2009. Revenge of the Fallen kam in die Kinos und dazu gab es eine Figur, die mich eigentlich sehr interessiert hat. Im Film leider zu kurz gekommen ist. Er hat eigentlich nur die Teile von Jetfire elektrifiziert und sie Optimus Prime geben. Das war eigentlich die ganze Aufgabe. Aber die Geschichte von Jolt ging ja noch weiter. Das werde ich ja mal in einem separaten Video mal erklären. Also immer schön dranbleiben. Auch von dieser Figur hatte ich schon mal eine Review gemacht, aber sie war mehr schlecht als recht. Und deswegen sind wir heute hier zusammengekommen, um uns die Figur noch mal etwas genauer anzuschauen. In HD, würde ich mal sagen. Ja, Jolt ist ein Chevy Volt. Aha, tolles Wortspiel. Und ja, strotzt eigentlich nur so vor den Teils. Ich fand die Fahrzeugform eigentlich sehr interessant, schon damals im Film. Und auch die Roboterform von Jolt fand ich eigentlich sehr, sehr gut. Schauen wir uns das Fahrzeug etwas genauer an. Wir haben hier silber abgesetzte Räder. Sehr cool. Das Heck gefällt mir besonders gut. Wir haben hier nämlich drei Farben. Rot, denn dieses blaue Plastik und schwarz. Dazu noch diese Schrift, die farblich hervorgehoben wurde. Ja, das Heck gefällt mir eigentlich sehr gut. Das ist nämlich die amerikanische Version. Wie gesagt, Chevy Volt. Und es gibt ein deutsches Pendant dazu, nämlich den Opel Ampera, glaube ich. Weiß ich aber jetzt nicht genau. Er hat so ziemlich die gleiche Form oder vielmehr ähnelt Jolt hier. Und ist auch ein Elektrofahrzeug, deswegen auch dieses kleine Wortspiel mit Volt und Jolt. Sehr cool, das Dach ist mattschwarz abgesetzt. Blaue Scheiben haben wir hier verbaut. Die Außenspiegel sind silber, die Räder sind silber, wie gesagt. Die Scheinwerfer sind silber mit gelben Akzenten hier, das gibt es ja wohl nicht. Dann haben wir hier vorne noch den Grill, auch silber abgesetzt und das Chevy-Logo hat etwas Gold erfahren. Man muss schon sagen, von der Farbe her haben die sich wirklich nicht lumpen lassen damals. Nicht umsonst ist die Revenge of the Fallen Line die beste Toyline der Transformers-Filme überhaupt. Und ja, die andere Seite genauso, silberne Räder mit Bremsscheiben und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Kommen wir zum größten Vergleich zwischen Jolt und The Last Night Bumblebee. Und man konnte deutlich sehen, ja, Jolt ist ein bisschen größer, würde ich sagen. Rein optisch gesehen dürfte das hinkommen. Und wir können auch hier sehen, die Toyline zu Revenge of the Fallen war auch hier wieder größer und hatte natürlich bessere Qualität als die Toyline heutiger Figuren, zum Beispiel hier bei Bumblebee. Also wie gesagt, der gefällt mir, das ist ja gar nicht ordentlich fest, so. Gefällt mir leider nicht so gut von der Qualität her, auch hier diese ganzen Panel Lights. Naja, habe ich ja schon genug erzählt. Und wie ihr sehen könnt, gegenüber Jolt, ja, ist das doch schon ein sehr großer Unterschied. Ja, gucken wir uns Jolt im Robotermodus an. Dazu müssen wir ihn natürlich transformieren. Da gehen wir wie folgt vor. Wir öffnen als allererstes seine Front vorne, klappen diese beiden Teile auf, lösen die Motorhaube hier oben. Klappen die nach oben, lösen diese Seitenteile hier. Richtig so, ordentlich aufmachen hier alles. Und dann können wir die ganze Front hier oben, also dieses ganze Teil, können wir eigentlich schon lösen von der Heckpartie hier hinten, so. Das sind nämlich seine Arme, die können wir schon mal einmal splitten. Dann drehen wir die Figur einmal, lösen das Heck hier hinten. So. Splitten die Beine einmal und splitten auch das Heck einmal vorsichtig. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dann darf nämlich, das ist nämlich schwierig hier bei Jolt, zum Beispiel hier, wenn man bei der Rücktransformation ist, muss das hier so eingeschoben werden. Wenn wir es nämlich ziehen und ziehen und ziehen, dann wird das nichts, sondern dann reißt dieses Teil nur ab, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Goodie. Okay, dann lösen wir diese Teile hier hinten, das ist ein bisschen tricky. Man muss nämlich aufpassen, also das ist hier auf dem Balljoint. Dieses Teil hier ist auf dem Balljoint und das lässt sich ganz leicht lösen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wir drehen nämlich das ganze Teil einmal nach hinten, damit wir hier ein bisschen mehr Bewegungsfreiraum haben. Auch hier einmal nach hinten bewegen. Das Rad lässt sich näher einklappen hier, das zeige ich gleich nochmal. Hier haben wir die Arme nochmal, die wir ein bisschen beiseite bewegen müssen. Oder zur Seite bewegen müssen. Und dann haben wir hier die Räder, die wir einfach nach oben einklappen. Also, wenn die Räder einmal so sind, ich zeige es nochmal ein bisschen genauer, so, wenn wir hier die Räder haben, einfach nach oben klappen, sodass sich die hier hinein bewegen. Das ist sehr, sehr wichtig, ansonsten stört das nachher die spätere Transformation. Dann klappen wir das ganze Teil einmal nach hinten, dann können wir schon sehen, jo, Jolt ist da, sehr cool.
Hat auch hier ein cooles Gimmick, das zeige ich aber gleich. Moment. Dann kümmern wir uns um die Beine. Dazu müssen wir diese Heckstoßstange hier einmal nach oben bewegen und nach unten ziehen. Dann wäre schon ein Bein erledigt. Das Teil können wir, ja, kümmern wir uns später eigentlich drum, weil es da zwei Varianten gibt von, wie wir diese Füße hier positionieren können. Und auch hier einmal die Heckstoßstange hinaus bewegen und mit Samtfuß einmal nach unten drehen. Dann hätten wir die Beine schon soweit transformiert. Kommen wir zu den Armen. Die sind eigentlich ziemlich simpel und einfach. Wir müssen sie einfach nur einmal anwinkeln, sodass diese ganze Fahrzeugflanke bzw. diese ganze Dachsektion hier unten oder hier an den Seiten an den Armen hängt hier. Das ist eigentlich alles. Und diese Klappen hier oben lassen sich auch noch bewegen. Die können wir ja so hin bewegen oder einfach so hier an den Seiten lassen. Und auch hier wieder Ellbogen ein bisschen anwinkeln. Kommen wir zum Heckbereich. Das ist ein bisschen tricky hier, oder vielmehr das Backpack. Wir können es nämlich einigermaßen so hin transformieren, dass es so aussieht wie im Film. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es in der Anleitung gemacht wurde, da ich die anderen Leute nicht mehr habe. Aber wir können diese ganzen Teile hier so hin bewegen, dass sie hinter der Motorhaube verschwinden. Also, auch hier dieses Teil nehmen, sodass es hinter der Motorhaube verschwindet. So. Dann können wir die Motorhaube nach unten klappen und diese beiden Teile so zusammenfügen. Und dann haben wir hinten eigentlich ein schönes, kompaktes Backpack. Ja, das wäre es dann auch schon mit Jolt. Moment, wir müssen das mal irgendwie alles ausrichten hier. Beine richtig ausrichten. Also die Roboterform gefällt mir eigentlich nicht so gut von Jolt. Ich fand sie im Film natürlich besser und ich denke, hier ist verschwendetes Potenzial bei dieser Figur. Und naja, wie gesagt, gucken wir uns aber trotzdem die Details an von Jolt. Wir haben hier vorne seinen Kopf natürlich mit dem Autobot-Logo. Er hat so eine Art klare Brust hier drin und da ist ein Mechanismus, wenn man die Hüfte bewegt, könnt ihr es sehen, hier unten, genau da bewegen sich einige Teile. Das ist ein bisschen so Automorph-Funktion, dieses ganze Klarsichtteil. Ich hätte es cool gefunden, wenn man das noch beleuchtet hätte, beziehungsweise wenn ein bisschen Lightpiping durchgehen würde. Dann haben wir hier in den Armen seine Peitschen sozusagen, mit der Optimus Prime die Teile von Jetfire gegeben hat. Die können wir hier ausklappen. Das wiederum finde ich eigentlich ziemlich cool. Auf diese Seite lassen sich die Elektropeitschen hinausbewegen. Diese Klappen hier sozusagen können wir so hinbewegen, wie wir eigentlich wollen. Der Kopf lässt sich nicht bewegen, das ist ein bisschen schade. Ja, aber das war denn Jolt im Robotermodus. Und wie gesagt, bei den Füßen können wir noch einiges machen. Wir können die Füße nur so ausrichten, dass wir hier diese Form haben. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das im Film gewesen ist, aber wir können uns entscheiden zwischen dieser Form und dieser Form. Je nachdem, was einem persönlich zusagt, kann man die so hindrehen. Hier ist aber leider der Nachteil, dass wir hier diesen Port haben hier. Das ist ein bisschen doof. Also lässt sich die Figur nicht so gut hinstellen, also könnte man diese Stoßstange dann wieder so hindrehen. Ja, was hat Jolt für Bewegungspunkte im Robotermodus? Wie gesagt, sein Kopf lässt sich nicht drehen, also vielmehr er lässt sich nach vorne und nach hinten bewegen, aber er lässt sich nicht drehen, weil wir hier dieses riesen Teil haben hier hinter dem Kopf. Das schränkt den Bewegungsfreiraum sehr ein. Die Schulter lässt sich drehen, 360 Grad. Er hat einen Oberarmdrehpunkt, er hat Ellbogendrehpunkt. Komischerweise ist dieses ganze Dachteil eigentlich kein Hindernis bei Jolt. Dann haben wir hier keine Bewegung in der Hand, aber wie gesagt, seine Elektropeitsche. Dann haben wir hier Bewegung in der Hüfte, lässt sich rein und raus bewegen. Wir haben Kniegelenk, lässt sich auch gut bewerkstelligen, und Bewegung im Fuß, aber das ist alles, wie gesagt, transformationsbedingt. Ja, kommen wir zu einem kleinen Größenvergleich zwischen Jolt und den zuvor schon gesehenen Bumblebee, und man sieht deutlich, dass sich gar nicht unterscheiden eigentlich von der Größe her. Age of Extinction, nee Quatsch, The Last Night Bumblebee, kriegen die immer durcheinander. The Last Night Bumblebee ja, nimmt sich nicht viel mit Jolt, also sie haben beide die gleiche Größe. Jolt könnte man natürlich noch ein bisschen ausrichten, aber er ist in der Fahrzeugform größer als in der Roboterform. Ja, das soll es gewesen sein. Das war meine kleine Review zu Revenge of the Fallen Deluxe Class Q. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Schreibt mal eure Meinung darunter, was ihr von der Figur haltet oder ob ihr die ja, gut findet, ob ihr sie überhaupt noch holen wollt. Und bis dahin, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal.